Zombie TV. Hehehe, geilo. Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu Void Train. Ja, wir machen weiter mit unserem Fahrgeschäft, unserem Zug, unserem Möchtegern ICE. Zuletzt hatten wir, glaube ich, hier diese Forschungsstation gebaut. Was war denn das? Ne, Labor. Küche haben wir zuletzt gebaut. Und haben diesen Anhänger mit hinten dran gepackt. Dafür brauchen wir noch Holz. Und vielleicht ein Dach wäre auch nicht schlecht. Wie gesagt, sieht ein bisschen so aus, als wäre hier irgendwann mal die Lok und dann hier so ein Kohlewagen. Ja, mal schauen, was uns jetzt erwartet. Wir können weiter. Nee. Da. Next Level. Unsere Knifte haben wir auch ein bisschen hochgelevelt. Oder upgegradet. Oh, es ist dunkel. Erforsche und baue den Garten. Bin mal gespannt, ob jetzt hier schon mal ein paar fliegende Gegner kommen. Erstmal alles einsammeln, dann schauen wir mal, was wir so zusammengekriegt haben. Prinzipiell brauchen wir erstmal alles. Da ist wieder mein Freund, der Mega-Rochen. Hau ab, Junge. Gar nicht gesehen. Ich will kein Eis. Ich will Holz. Ich habe ja so wenig Holz. Mir kommt es mir so vor, als wäre der Rochen jetzt ein bisschen penetranter geworden. Ist noch was. Hau bloß ab, alter Schwede. Der war auf jeden Fall nah dran. Hier in meinem Zug dran? Oh, machen wir ein bisschen mehr Schaden, glaube ich, oder? Kann das sein? Sind wir vom Inventar? Ein bisschen was passt noch rein. Erstmal jetzt hier Kraftstoff hinzufügen, alles. Oh, da kommt schon wieder ein Depot. Krass. Hau bloß ab hier. Das hier. Alter, die Maschinengewehre. Alter. Ich
da oben noch einer. Zwei. Schießt noch einer. Mein Gott, was ist denn hier los? Den rush ich tot. Mal alle. Schaut so aus, oder? Interagieren? Wo war das jetzt gerade? Megarochen ist auch noch hier. Ich weiß aber nicht, ob der uns hier angreifen kann. Okay, haben die vorher auch schon was gedroppt? Toilette ist nix. Okay, also kein richtiges Depot war das auf jeden Fall. Geht auch danach direkt weiter. Okay, müssen wir mal überlegen. Wir sollen ja auch noch was erforschen. Garten. Wo ist denn der Garten? Okay, das hier brauchen wir auf jeden Fall alles. Und das ist das, was wir brauchen, um nochmal upgraden zu können. Da war das mit dem Kolben und dem Lager. Oh, okay, Kohlebrikett. Oh, okay. Eieiei. Okay, also hier beim nächsten Sachen müssen wir auf jeden Fall so einiges haben. Das mache ich mir als erstes. Im Rucksack ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Auch dieser Enterhaken. Brauchen wir beides. Brauchen wir alles. So, nicht genug Rohstoff. Dann machen wir erstmal einen davon. Hier nochmal irgendwo Metallschrott auf jeden Fall. Einen davon. Bolzen.
8 war das, ne? Boah, kein Platz. Ein Bolzen und ein so eine Feder brauchen wir noch. So, haben wir uns vielleicht 3 von den Barren. Das können wir, glaube ich, wegschmeißen. Das ist nämlich hier nur so ein einfaches Ding. Feder war das, ne? Ja. So, nochmal verbrennen. So, dann müssten wir das auch bauen können. Wie bauen wir das jetzt? Auch bei B? Nee. N. Doch nicht. Vielleicht auch hier? Ah ja, doch da. Noch ein Eisenbarren und noch einmal Bolzen. Noch Eisenschrott herstellen. Und ein Eisenbarren, jawohl. Dann haben wir den Enterhaken. Neues Spielzeug. So, dann können wir hier vorne auch den Boden bauen. Na, machen wir das Buch mal weg hier. Achso, T verlassen. Okay, achso, brauche ich gar nicht nochmal. Aber hier alles ein bisschen reparieren tatsächlich. Alles ein bisschen kaputt, obwohl. Ah, das brauchen wir nicht reparieren. So, aufheben. Enterhaken. Okay. Scheint ganz witzig zu sein. So, dann brauchen wir noch den Rucksack. Da brauchen wir auch nochmal Bolzen und Kupferdraht. Kupferdraht können wir schon herstellen. Was haben wir hier? Haben wir wahrscheinlich keinen Kraftstoff mehr? Oder nehmen wir nicht genug Schrott? Holz. Schon alles ausgegeben. Okay, dann müssen wir dafür erstmal weiterfahren. So, jetzt gucke ich mal eben noch. Erforsche und baue den Garten. Also, erforscht haben wir den, glaube ich, schon. Oh, ich drücke mal die falsche Taste. B. Da ist der Garten. Könnten wir auch noch nicht bauen. Also kein Holz haben. So, ich will noch mal überlegen, ob wir ein paar von den Sachen vielleicht noch eben umbauen. Ups, ja! Ja, Hossa, Gesundheit. Verlagern.
Ja, schon alles ein bisschen sortierter dann hier. Dann haben wir hier die Sachen. Können wir das hier auch in einem Ganzen mitnehmen? Ja, können wir. Machen wir ein Ding hier hin. Oh, das Ganze. Können wir das auch noch hier hinstellen? Wahrscheinlich nicht genug Platz, ne? Ne. Dann stellen wir das hier hin. Oh. Welche Taste mal drücke hier? Da. Weitergehen. Da kann man mit dem Enterhaken bestimmt jetzt Ressourcen farmen. Also riesige Pfeile da. Klappt gut. Oder auch nicht. Oh. Mit der Hand atmen ist irgendwie trotzdem noch schneller. Hier Minen. Hau bloß ab hier. Das läuft doch. Ich sehe mal irgendwie so einen riesen Schatten. Da denke ich mir mal, was ist denn da? Ich weiß nicht, es wird aber irgendwie mal Zeit für eine neue Waffe, finde ich. Müssen wir eine Shotgun oder so. Wäre ganz cool.
Wo ist denn mein Freund, der Rochen? Nächster Halt, Berlin-Spandau. Boah, was? Das war mies. War dahinter. Das ist mein eigener Schatten. Oh, okay. Einfach schwimmen. Schön in der Schwerelosigkeit. Einfach schwimmen. Riesiges Schwert. Krass. Also die Umgebung sieht trotzdem immer wieder schön aus. Schön chillig. So, geben wir mal ein bisschen Gas hier. Maximalgeschwindigkeit. So, hatte ich jetzt alles dann dafür? Bolzen noch. Was war denn hier was? Moment. Ne, da ist das Ding. Abgebremst hier. Den Ressourcenklumpen hier will ich noch haben. Da noch mal so viel Holz rumliegt, das müssen wir mitnehmen. So, wo bauen wir das Ding? Wahrscheinlich auch hier, ne? Kleiner Rucksack. Kupferdraht, Bolzen. Kupferdraht und Bolzen, das war's schon, okay. Ja, aber dieses Mal war kein Depot dabei, ne? Oder nur dieses kleine Ding. So. Es geht weiter in diesem Void. Oh, wir sind direkt auf einem Dingens gelandet. Tatsächlich. Krass.
So, ich mache noch ein Upgrade hier für meinen Rucksack. Ach, das war ja auch da. Na, kleiner Rucksack. Den empfinde ich als sehr wichtig tatsächlich, weil unser Inventar ist relativ begrenzt. Bin mal gespannt. Bestimmt kriegen wir jetzt entweder 4 oder 6 Plätze dazu. Und dann schauen wir uns hier in der nächsten Folge mal das Depot an. Holzen mal wieder ein paar Gegner um. Und können auch mal wieder an so einer Spielestation spielen. Wir haben ein paar Chips haben wir ja bekommen. So, kleiner Rucksack. Wir haben dazu gekommen. Achso, ich muss den noch auswählen. Ah. 3. Ach du heilige Granate. Das ist aber nicht viel. Das ist aber nicht so viel Platz. Und dann nehmen wir als nächstes Forschung. Theoretisch will ich das hier so schnell wie möglich haben. Weil wir jetzt gerade am Depot sind. Das machen wir bei der nächsten Folge. Dann können wir den Zug vielleicht nochmal upgraden. Und so ein Häcksler. Schaltet die Förderung frei von Eisklumpen und Kohle. Schaltet die Entwürfe frei Eisenzerkleinerung und Kohlezerkleinerung. Keine Ahnung, wofür wir das brauchen. Aber wir sehen, da können wir nämlich auch schon so einen Kolben für gebrauchen. Und dann die Sachen. Und die Truhe hier noch ein bisschen größer machen, ist auch wichtig. Ein Licht und ein... Schalte das zu. Das Projekt frei, zufälliges Umgebungsobjekt, okay. Halte ich nicht für wichtig. Das hier halte ich alles für wichtig. Auch den Waggonwagen. Das... Oh. Dampflok, Leute. Dampflok. Das finde ich geil. Okay, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Dann können wir uns vielleicht ein bisschen um ein Upgrade kümmern hier für unseren Zug wieder. Dann ist ja vielleicht noch ein Waggon größer. Oder vielleicht, dass wir hier vorne schon... Ich sag mal, das Richtung Lok zusammenkriegen. Ich bedanke mich auch fürs Zuschauen, Leute. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut.